Als Philipp per Elfmeter Wacker-Tormann Markus Egger bezwingen kann, jubelt die Nordtribüne im Stadion. Ein besonderer Moment mit Emotionen für das Kalenderprojekt des Ateliers Hochrieder. Mit einem Kalender für das Jahr 2014 werden CF-kranke Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Auch Philipp leidet an dieser unheilbaren Krankheit und steht im nächsten Jahr mit den Wacker-Fans auf einem eigenen Kalenderblatt. Philipp und die Wacker-Fans dürfen dann auch beim Spiel gegen Sturm Graz jubeln. Die Schwarz-Grünen gewinnen mit 2:1 und können nun aus eigener Kraft den Klassenerhalt im letzten Spiel am Sonntag schaffen.